Alter, was geht ab, Leute? Team Wabbelt hier. Heute mit dem Finale von TPT6, unserem Online-Turnier. Das letzte Turnier, wahrscheinlich, das wir online veranstalten werden. Möglicherweise gehen wir jetzt rüber auf Live mit Chong als TO, aber wird sich noch herausstellen, ob das ein Erfolg ist oder nicht. Auf jeden Fall hier jetzt das Finale, das letzte Feature-Match. Ich bin gespannt. Wir haben hier Johnny von UPG. Tati ist möglicherweise neu im Team. Der spielt Clifford gegen den Monaco-Spieler von vorhin. Alter, kommentier du jetzt. Ich bin jetzt ein bisschen angeschlagen, Mann. Bagisch ist ein bisschen angeschlagen. Klee fängt an, Ecovalley 4 Set. Der Monaco-Spieler benutzt die Strategie von Steve. Super Quantum Beatdown. Nicht viel. Wer war der UPG-Spieler? Der Klee-Spieler. Der Klee-Spieler, interessant. Ich dachte, UPG spielt nur Meta. Beschwert der Monster, aber kommt nicht über Red Layer drüber. Also Steve's Strategie geht auf. Beschwert Egobus, kassiert Warning. Weiß nicht, ob das so schlau war. Vielleicht erstmal Angriff. Ja, auf jeden Fall erstmal Angriff. Weil die neue Mirror Force, die spielt jeder Klee-Spieler, hätte ja nicht aktivieren können, was hätte er machen sollen auf den Angriff. Angriff wäre auf jeden Fall besser. Es wird lange überlegt. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Summoner's Art. Auf Scout, Scout. Vielleicht da überlegt. Vielleicht, keine Ahnung. Holt sich Helix. Angriff mit 3-6. Boom, boom. Monaco-Spieler nur noch 4-4. Klee-Spieler nur noch 1-7. Hat schon eine Menge gezahlt. Wenn der Monaco-Spieler nichts macht, ist er tot jetzt. Beschwört den Donnerwasser. Tribute den für Kugat. Mal schauen, was er schießt. Kugat zielt Scout und Necrovalley, sagt er. Ja. Richtige Ziele auf jeden Fall. Hat er Chaosfallgrube? Ich glaube nicht, sonst hätte er nicht zielen dürfen. Ach so, ja. Wie gesehen, ich bin wirklich angeschlagen gerade. Es wird lange überlegt. Johnny überlegt. Schreibt wahrscheinlich heimlich mit Tati, ob er ins Team darf oder nicht. Er sagt wahrscheinlich, Tati, wenn du mich gewinnen lässt, also wenn du dafür sorgst, dass ich gewinne, dann darfst du rein. Der Monarch-Spieler hat nur noch zwei Karten gesammelt. Nein, drei. Zwei auf Feld, eine Handkarte. Effekt. Ey, das ist ja dasselbe Matchup wie Steve gegen Steven. Da ist es nicht so gut ausgegangen für Monarchen. Zwei Dinge auf dem Feld, Aether. Johnny überlegt, was gibt er dem Monarchenspieler auf die Hand? Was würdest du ihm geben? Die Karte kenne ich gar nicht. Er kann Zauber und Fallen schießen. Okay. So eine Art Galaxy Cyclone. Interessant, sieht man nicht so oft. Die Frage ist, kann der Klee-Spieler die Angriffe blocken? Nein, ich glaube nicht. Kann er nicht. Wieder mal, falls er die Mirror Force Set hat, die bringt ihm nichts. Es wird darum gestritten, welcher von den zwei normal kam und welcher special, aber eigentlich vollkommen irrelevant. Vielleicht hat der Luso ein Turnset. Dann hätte er es auf die Summon machen können. Ich verstehe sowieso nicht, warum die Klee-Spieler keine Luso und Turn spielen. Zwei Luso und Turns und die 1-8er laufen über so viele Monster. Soul Transition. Bounce den ein, der normal kam, zurück auf den Hand. Ich meine, der special kam. Zweiter Angriff kommt nicht durch. Keine Ahnung. Diese eine Karte, die wir nachgeschaut hatten, die interessant war. Gut, die war gut. Ja.
Die gibt ATK, glaube ich, dazu oder so. Nein, nicht nur ATK, die war schon gut. Ja, so Lanze und ATK oder so. Mhm. Immer noch Duell 1. Hat sich länger hingezogen, als ich dachte. Monarch-Spieler wieder gut zurückgekommen, hat Feld geklärt vom Klee-Spieler. Mal schauen, ob Johnny da noch ein bisschen auspacken kann oder... Okay, er settet 4. Schon mächtig. Wenn der jetzt durchkommt, ist das Game. 3 Verdeckte. Es wurde gerade Rivalität geschossen. Erebus macht noch eine weg. Skill Drain. Jetzt hat er die Mirror Force bestimmt. Holt sich diese Zyklon für Monarchen. Versucht langsam die Backrow wegzumachen. Hat wahrscheinlich die richtige getroffen und Johnny gibt auf. Was da los hat die? Dein Team verliert. Side, es sieht wieder nicht gut aus für Monarchen, genau wie bei Steve und Steven von der Defro. Es sieht gut aus für Monarchen. Andersrum. Yeah. Ihr seht, ich bin auch nicht mehr so fit. Ja, aber er hat doch diese Karte gespielt, die schießt, wie man sieht, sehr wichtig jetzt. Er hat sogar Main gespielt. Interessant. Johnny fängt natürlich an. Ein Monster und nur eines Set. Sehr überraschend. Was kann er da alles haben, dass er das nicht settet, man? Doch nicht einfach 4 Monster gezogen. Komisch. Kann sein, also es passiert ab und zu, obwohl im Klee ist noch unwahrscheinlicher. Ich glaube, die spielen so 8-9 Monster maximal. Ja, maximal 10. Normale Anti-Decks spielen ca. 12 bis 13 Monster. Direkt 5-6, boom. Monarchen geht direkt ab. Phantasm. Johnny leider gebrickt, Monarchen wie immer anti-brick. Er hat ihm Phantasm auf der Hand gegeben, warum? Wieder so nicht Stormford? Komisch. Ich hab leider nicht hingeschaut. Ja. Seht, also er hatte nur Monster. 2 schlechte Skills. Panel summon, 2 in Defense, also echt verzweifelt. Monarchen machen Monarchen Faxen. Kugat, Schuss auf, keine Ahnung auf was, aber auf ein Monster und auf Return. Macht Sinn, er muss nur ein Monster wegbekommen und das andere muss durchkommen und dann ist es Game. Und das war's auch. Johnny gibt auf, kann nichts machen. Richtig tote Hand. Das war's. Glückwunsch an den Monarchenspieler. Hat unser letztes Turnier gewonnen. Aber trotzdem gute Leistung von Johnny. Vielleicht kann Tati, wenn er bei eurem Team ist, euch noch ein paar Sachen beibringen, damit ihr mal Erster werdet. Aber das war das Match. Schaut nochmal alle Feature-Matches von TPT6 an. Checkt die Sponsoren ab. Nochmal danke an die Yu-Gi-Oh! Card Market, Ultimate Guard und natürlich Custom Playmat. Ich bin gespannt, was der Gewinner, der Monarchenspieler, sich für eine Custom Playmat machen lassen lässt. Ansonsten war's das. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin leidet nicht. Alter, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Funtainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.